Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Project Unstable 6. Heute, ich habe diesmal ein bisschen mehr vorbereitet, also heute sollten wir zügiger durchkommen. Das Einzige, was ich nicht vorbereitet habe, ist Essen. Ich muss mal ganz kurz noch was essen, weil ich habe keine Lust, dass wir jetzt hier auf der Hälfte des Weges abkratzen. Deswegen futter ich was und sag schon mal, was wir heute machen. Und zwar machen wir ein paar Dinge. Wir sorgen dafür, dass wir Redstone Alloy haben. Conductive Iron haben, dass wir sozusagen erste Energy Conduits machen können, beziehungsweise allgemein erstmal ersten Strom produzieren und uns ein paar Chips machen können. Ja, das sind so zwei, drei Dinge, die wir machen wollen. Und deswegen fangen wir jetzt mal an. Und zwar, wir fangen hiermit an. Der Kiln. Also von Immersive Engineering der Kiln. So, wir brauchen 8 von diesen Blöcken. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann brauchen wir einen Hammer. Wo habe ich den Hammer hingetan? Ja. Und zack. Wunderbar. Und jetzt können wir in diesem Alloy-Kiln alles Mögliche machen. Ich musste kurz cutten, weil ich einen Anruf bekommen habe. So. War natürlich perfekt am Anfang der Folge. Aber ich habe jetzt einmal das Ding gecraftet, deswegen kann ich jetzt nicht einfach nur von vorne anfangen. Ich habe die Blöcke schon gecraftet. So, eine Sache mache ich nur mal ganz kurz, falls mir eingefallen ist. Zack, zack. Warum auch immer ich hier nur 4 reingeschrieben habe? Eigentlich müssten das... Moment. Wenn mir sowas auffällt, mache ich das gleich mal. So, okay. Zack, 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 zack. Damit haben wir den Alloy killen. Und jetzt können wir halt alle möglichen Energy Conduits machen. Also wir können LV Wire machen, wir können Energy Conduits machen. Und wir können Redstone Alloy machen. Redstone Alloy ist das, was wir erstmal haben wollen. So. Denn das brauchen wir für alle Chips. Und Redstone Alloy machen wir folgendermaßen. Redstone Alloy. Da. Das braucht Redstone und Silicon. Das heißt, wir nehmen mal einen Cutting Knife und ein wenig Silikon und machen mal aus dem Silicon Wafer, den Wafer dann mit ausreichend Redstone zusammen rein und wisst ihr was, wir nehmen mal das Zeug hier. Auch wenn es extrem schnell runterbrennt, aber ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Zeug machen soll. Ich habe so viel Sodas. Keine Ahnung, ich könnte Asche draus machen, aber ich weiß nicht. Brennt Potash auch? Kann ich da draus was machen? Ich kann Ash-Blöcke machen. Nee, so tolle Sachen kann ich nicht machen. So. Egal, brauchen wir nicht viel. So, 2 Redstone Alloy Ingot. Dann habe ich hier noch was vorbereitet und zwar. Ich habe ein bisschen Elektrum gemacht. Und ein paar Gold Gears und wir können jetzt eine Clockwork Engine machen. Generates small amounts of RF. Right click to wind it up. So. Fällt mir gerade auf, ich habe wieder nicht detected, weil ich doof bin. Na gut, ich kann eh nochmal einen machen. Komm, dann machen wir nochmal einen. Zack, zack. Ja, nein, zack. Zack, zack, zack. So, ich finde das immer noch ein bisschen doof. Es ist halt so dumm, dass ich immer Retrieval-Craft Retrieval-Tasks machen muss. Normalerweise würde ich ja Crafting-Task machen, aber das Problem ist, er erkennt irgendwie nicht ein Crafting-Event. Better Questing. Ich weiß nicht warum. Es erkennt kein Crafting-Event. So, jedenfalls, jetzt können wir die Clockwork Engine machen und das Ding. So, also Clockwork Engine. Das ist praktisch jetzt unsere erste Energie. Detect. So. Und dann können wir jetzt noch Chips machen. Dafür brauchen wir einen Carpenter. Und den Carpenter habe ich auch schon mal vorbereitet. Haha, ich war fleißig. Wir haben Copper Plates, Piston, Crafting Table, Machine Frame. Bada boom. Wir haben einen Carpenter. So, und das packe ich noch mehr rein. Und was wir jetzt machen können mit dem Carpenter, ist alles Mögliche. Zum einen habe ich schon detected. Nein. Zack. So. Mithilfe des Carpenter können wir jetzt zum Beispiel mit Chips mal gucken. Chip. Wir können alle möglichen Chips machen. Wir können Redstone-Chips machen, Quartz. Wir können alle Chips im Carpenter machen.
Ein paar können wir auch noch praktisch gießen. Alles, was halt irgendwelche flüssige Sachen beinhaltet. Oder aber beispielsweise im... Ups, nee, falsch. Hier. Im Inscriber kann man manche noch machen. Das heißt, wir haben ein paar Möglichkeiten, um Chips herzustellen. So, und zwar machen wir das jetzt erst einmal folgendermaßen. Erstmal brauchen wir normale Chips und die brauchen einen Redstone Alloy Nugget. Deswegen machen wir ein paar Nuggets. Zack. Zack. Und dann machen wir ein paar Chips. Das braucht natürlich noch Energie, das heißt, wir stecken das Ding dran. Da wollte ich es nicht haben. Jetzt gerne hier. Dann halten wir einfach eine ganze Weile Rechtsklick gedrückt. So, zack, und dann lassen wir los und das Ding produziert Strom. Wunderbar. Wir haben eine komische Rate von der F, aber na gut. So, aber jedenfalls, wir produzieren jetzt unsere ersten Chips und die Chips erlauben uns natürlich alles zu tun. Wir können jetzt Multiblöcke machen, wir könnten alle möglichen Sachen, was Technik, Maschinerie ist oder sonst was, ist jetzt möglich. Wir können Fluid Conduits machen und so weiter. Alles, was irgendwie eine Redstone-Kontrolle hat, ist jetzt möglich für uns zu tun. Ah, ist das schön. Ich glaube sogar die... Weiß gerade gar nicht. Ja, genau, der Redstone Engineering Block braucht zum Beispiel auch sowas. Aber wir brauchen in vielen Rezepten noch Stahl und ich habe gesagt, wir brauchen Stahl für Ardeit. Deswegen, während das Ding jetzt hier blubbert, bada-bing, Blast Bricks. Ich habe vorbereitet. Ich war im Nether, habe Heat Sand gesammelt. Haben ein paar Bricks gebraten und ein paar Nether Bricks gemacht und flup, wir haben einen 27 Blast Brick, wo ich jetzt schon keine Ahnung mehr habe, wo ich das ganze Zeug hinstellen soll. Ich pack's mal hier hinter. Es ist echt, ich weiß, wir müssen unbedingt umziehen, aber dafür will ich die Chips haben. Ich kann euch gleich sagen, warum. Also zeigen, warum. So. So, nein, jetzt habe ich einen falsch gesetzt. Verdammt. Zack, zack. Und dann... Zack. So. Really hot topic. Genau. Und zwar können wir damit jetzt... Das kann man decken. Detekt. So. Wir sind jetzt in der Lage, Basic Machine Frames zu machen. Sowie, hier oben fehlt uns noch ein ganzer Zweig, dass wir einen Feind Machine Frame machen können. Aber wir haben zum Beispiel einen Blast Brick wieder nicht detected. Ich manchmal, ne? Manchmal bin ich von mir selber genervt. So. Aber na gut, das hat jetzt nichts damit zu tun. Man vergisst so schnell, dass man das machen muss. Immer das manuelle Klicken. Ist genauso wie detekten, ob man im Nether oder so war. Normalerweise sollte es automatisch passieren, aber ja. Na gut, so. Da rein packen wir jetzt Eisen. Eisen, ich mach mal gleich mal einen halben Stack. Warum nicht? Noch Coal Coke hinterher. Zack, zack. Und das Ding kann jetzt erstmal eine ganze Weile blubbern. Und dann kriegen wir Stahl raus. Wunderbar. Und zwei Stahl brauchen wir, damit wir unseren Spitzhackenkopf machen. Dann upgraden wir unsere Spitzhacke nochmal. Dann werden wir auch gleich im gleichen Atemzug unser Schwert nochmal upgraden. Was wollte ich machen? Ich wollte wissen. Damit nehme ich wir auch noch mal ein bisschen mehr Damage machen können. Genau. So. Ich brauche dann auch immer noch So, wir laden es mal nochmal voll auf. Geht's eigentlich noch weiter? Nein. So. Okay. Damit haben wir jetzt erstmal ein paar Chips. Das ist ganz gut. Damit können wir nämlich zum Beispiel Servos machen. Auch einen Eisenplan für. Aber was ich ja erstmal gerne hätte, wäre eine Metal Press. Ja, die kann ich nicht so suchen. Dafür brauchen wir einen Engineering Block, wir brauchen alles mögliche, dafür brauchen wir Stahl und so weiter. Das heißt, wir haben ein bisschen noch eine Aufgabe vor uns. Was ich aber auch gerne haben würde, das ist etwas, was wir bald machen werden. Und zwar einen Alloy Smelter. Brauchen ein bisschen mehr. Brauchen zum Beispiel... Also, nee, Moment, nee, falsch, ich bin doof. Stimmt, das Rezept ist ja abhängig vom Kompaktor. Ich bin doof. Nee, den können wir doch gar nicht machen. Ja, also Stahl machen wir. Irgendwas ist hier verschoben, seht ihr das? Ist das gerade nur ich?
gibt's doch niemals. Jetzt ist es richtig. Okay. Ich wusste doch, irgendwas in meinem Auge hat einen Knick. Im Endeffekt, wir können uns an Hibachi setzen, dass wir Hellfire Dust machen. Das wäre wahrscheinlich eins der ersten Schritte jetzt, dass wir Hibachi haben. Dann haben wir Stoked Fire. Dafür brauchen wir dann noch einen, machen wir noch einen Kiln, machen einen Crucible. Dann können wir Harden Glas machen. Und dann wird das alles ganz schick. Genau. Jetzt. Was wollte ich machen? Zum einen Energieübertragung, haben wir hier. Aber was ich sehr gerne relativ zeitnah machen würde, wäre ein ME-System. Und dafür brauchen wir ein paar Sachen. Zum einen brauchen wir einen Energy Acceptor. Der ist relativ billig. Brauchen nur Quarzglas, Silver Machine Frame und so weiter. Dann brauchen wir noch. Also, wir brauchen ein Energy Acceptor. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Fluix Cable. In irgendeiner Form, ne? Ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Problem. Quarz Cable halt. Die kann ich, glaube ich, nur aus Pure machen. Ich habe das so gemacht, dass man Pure braucht. Genau. Genau so war's. Weil ich echt ein netter Kerl bin. So. Fluix Cable bräuchten wir dann theoretisch noch. Wir bräuchten ein Terminal. Terminal. Und wir bräuchten noch einen Storage Bus. Das sind so die ersten Sachen, die wir definitiv bräuchten. Also Storage Bus ist auch nicht unbedingt schwer. Hauptsache wir haben Fluix Dust, was wir aber auch relativ einfach machen können. Wie gesagt, im E-System an sich ist einfach. Was teuer ist, ist im Endeffekt eine Crafting Unit. Die brauchen einen Refined Machine Frame. Das heißt, Auto-Crafting ist erst später verfügbar. Und es wird dunkel. Das ist das Einzige, was so noch ein bisschen hinten anhängt. An dem ganzen Rattenschwanz da. Also, wir können ein Lagersystem machen. Das möchte ich nämlich gerne machen. Und was wir nämlich auch noch brauchen, oder was ich gerne haben möchte, ist ein Compacting Drawer. Und der braucht Chips. Chips, Pisten. Also ist ja, Pisten sind nicht so wild. Das Chip ist halt ein bisschen, ab einem gewissen Punkt kann man erst die Compacting Drawer machen. Brauchen wir einen Drawer Controller. Dafür brauchen wir Quartz Chip und ein Diamond Ingot. Dafür brauchen wir noch eine Creeper Oyster. Dann müssen wir nochmal unterwegs sein. Mal Creeper jagen gehen. Und dann kann ich mir nämlich ein schönes Lagersystem machen drüben im Haus. Ich habe mir da schon mal grob was überlegt, wie ich es gerne haben möchte. Und ja. So, natürlich brauchen wir dann noch eine bessere Energieversorgung. Ist natürlich logisch. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel einen ersten Generator. Wir können einen Coal Generator beispielsweise machen. Brauchen wir einen Basic Machine Frame. Das heißt, wir brauchen Basic Circuits. Das heißt, wir brauchen erstmal Titan. Das heißt, wir brauchen als nächstes erstmal Arleit Spitzhacke. Und das ist, was wir hier haben. Mit unserem Stahl. Zack, zack. So. Stahl schmilzt. Wir machen uns eine Spitzhacke. Zack. Und dann können wir nämlich Arleit Sachen abbauen. Genau. So, jetzt bin ich gerade, weil mir so viele Dinge durch den Kopf fliegen, muss ich gerade mich mal sammeln. Ja, genau. Also, wir brauchen Fluix Crystal da noch, was jetzt nicht so schwer ist. Da muss ich halt einen Charged Certus Quartz mal finden, weil ich habe, glaube ich, noch keinen gefunden. Nee. Und ich kann den, glaube ich, auch nicht einfach so chargen. Im Energetic Diffuser kann ich es machen. Okay, dafür bräuchten wir dann die Reception Coil, Conductance Coil und so weiter. Die können wir dann alle machen. Das heißt, wir können uns einen Energetic Infuser machen. Weil der Charger. Ja, der braucht schon Flux. Und zwar auch Pure. Ah, okay. Das heißt, wir haben einen Workaround mit dem Energetic Infuser. Es ist die Frage, woran setzen wir uns als erstes? So, Stahlspitzhacke. Und ich habe gesagt, ich will nur ein Stahlschwert haben, ne? Zack, zack. Okay, dann upgraden wir mal unsere Spitzhacke.
Zack, zack. Stark. Die Frage ist, ich möchte eigentlich Momentum gerne behalten. Oder wir machen... Moment, wir können auch was anderes machen. Moment. Konnte ich kein Sharpening Kit machen? Natürlich kann ich machen. Ah, da ist es. Ich habe es gesucht. So. Sharpening Kit. Sharpening Kit. Cobblestone. Flup. Wir machen mal Folgendes. Wir machen das mal ein bisschen anders. Unser Stahlschwert, ja. Schon gut, das machen wir so. Das sollten wir hoffentlich wieder zwei geben, ne? Ja, wunderbar. Flup, raus da. Das kommt hier rein. Und dann brauchen wir theoretisch noch ein wenig Alumite. Also brauchen wir 1, 2, 3, 1. Flap, flap. Ein Hammer nicht. So, und das Ding machen wir kurz mal aus. Machen wir uns nämlich noch ein bisschen Aluminium Brass und dann sorgen wir mal dafür, dass wir ein Sharpening Kit uns machen können aus Stahl. Und danach tun wir einfach das Mining Level anheben von unserer Spitzhacke. Ich habe da übrigens einmal Haste draufgepackt gehabt, damit es ein bisschen schneller geht noch. So, Aluminium Brass. Zack. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich gerne haben würde? Können wir weit gerade noch machen? Ich weiß gar nicht, von was habe ich denn jetzt mittlerweile eigentlich schon? Ah, vom weit gerade definitiv nicht. Two-Rod Hammer. Large Binding haben wir noch nicht. Und normales Binding haben wir auch noch nicht. Okay. Stahl. Zack. Also einmal noch ein Binding und ein Large Binding und dann haben wir nämlich das Alu Brass gut genutzt. Zack. Sharpening Kit. Und zack. So. Wunderbar. Und zwar können wir jetzt nämlich Folgendes machen. Ich glaube, es war mit dem Flint, ne? Das weiß ich gerade nicht mehr. Ja. Genau. Und zwar können wir jetzt nämlich fortifyen. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt den Trade von Stahl eigentlich. Wobei, Moment. Weil ich möchte gerne eigentlich Momentum behalten. Mal ganz kurz gucken. Mana-Stil hat das eigentlich, das hat Lightweight. Nur Momentum haben nur die Köpfe, ne? Ja. Hätte es mit Stahl... Hexhead. So, warte mal. Stahl. Wenn es nicht. Der Mining Speed bleibt gleich. Hätten eigentlich nur Vorteile, wenn wir Stahl nehmen, ne? Ach komm, dann. Ich weiß, ich mach's jetzt fünfmal das gleiche, aber ich schmeiß jetzt nochmal rein. Und wir machen jetzt einen Spitzhackenkopf drauf. Okay, ich hab mich doch anders überlegt. Momentum ist schön und gut, aber. Nee. Ich möchte es nicht. Ach Gott, so, upgraden wir unser Schwert erstmal. So, Schwertchen. Zack, zack. Da haben wir Sharp drauf. Wunderbar, wir haben noch Crude sogar drauf. Das ist auch wunderbar. Wir haben einen Attack von 8. Machen noch ein bisschen extra Damage auch. Theoretisch könnten wir sogar Treated Wood nehmen. Rot und Rot. So, warte mal. Was haben wir hier? 35 Extra Durability. Achso, das sind Living Wood. Ah, ich hab hier. So. Living Wood hat Writable, also wir hätten Modifier mehr. Aber ich glaube nicht. Hat es Ecological? Doch, da. Manche haben Ecological. That's rideable. Das hat Ecological. Müssen wir mal gucken.
Ja, wir upgraden jetzt erstmal unsere Spitzhacke auf Stahl. Ich habe fünfmal hin und her überlegt, aber jetzt glaube ich, haben wir die Lösung. So. Zack. Stahl vorher vielleicht nochmal reparieren. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt Verschwendung wäre, aber Eisen und Mana ist jetzt nicht unbedingt zu teuer. Das heißt, wir machen das mal so. Und reparieren einmal vor. Was ist das Repair Material? Kann ich das nicht mit. Mit was repariere ich das? Nein. Holz? Nö. Hä? Kann ich nicht reparieren? Okay, das ist doof. Gut, dann machen wir so. Stahlspitzhacke. Wunderbar, wir können uns auch eine Stahlaxt theoretisch machen. Sollte ja nochmal Stahl fertig sein. Wunderbar. Flup. Flup dich, wupp dich. Tralalala. Axt. Zack. Subi. Das hat man fertig. Das hat man. Ach ja. Es ist schön, wenn alles mal irgendwann dann schneller vorangeht. Wir brauchen halt nur unbedingt ein besseres Lager noch. Also das, was wir im Moment haben, dieses Hin und Her. Aber wir können jetzt Iridium-Zeug, nicht Iridium, Ardei-Zeug abbauen. Das ist ein Riesenvorteil. Ich habe nur kein Essen. Ich glaube, das kann ich essen, ne? Ah, das ist genau, ne? Genau das, was ich im Inventar, wo ich eben nachgeguckt habe. Das sollte gehen. So. Dann würde ich sagen, ich nehme noch kurz was mit. Asparagus. So, mach ich jetzt mal die Reihe durch. So. Schön, das noch einsammeln, dass wir uns bald mal eine Mühle machen können. Ah, ich habe mich da vollkommen verrechnet irgendwie, letzte Folge. Ich war da nicht ganz bei der Sache. So, das ist mal alles rein hier. Diesel Essen nehmen wir mit. Zucchini brauche ich nicht mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das. Und das nehme ich trotzdem mal mit. Das auch. So. Zack. Das bleibt hier. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ins Bettchen. Und dann, sobald der Tag erwacht, können wir uns theoretisch an Titanium setzen? Erstmal ganz kurz sammeln. Was will ich als nächstes machen? Weil es gibt so viel. Stahl hätten wir theoretisch jetzt, aber das ist nicht so wild. Also. Wir können im Nether einiges mehr abbauen jetzt. Ich kann mal kurz gucken. Ach, leid. Das glaube ich, finde ich so nicht, ne? Nee. Okay. Ich kann ja trotzdem schon mal gucken. Weil, das war Valyrium. Ganz kurz gucken, weil ich habe nämlich hier schon ein paar Sachen. Hier ist zum Beispiel Osmium. Und hier oben ist Titanium. Dass wir das schon mitgenommen haben. Zack, jetzt können wir es ja mitnehmen. Spitzhacke ist gleich 10-mal schneller, ja. So. Okay. Ich kann im Nether auf jeden Fall jetzt mehr abbauen. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ich wollte noch irgendwas. Was wollte ich noch machen? Ich habe noch was ich irgendwie machen wollte. Aber was? Was ist ein Tank? Ich glaube, einen Tank können wir jetzt machen. Genau. Aber das war nicht. Ich glaube eigentlich, mein Ziel war erstmal eine Metal Press haben. Ich überlege gerade, aber ich glaube, mein Ziel war erstmal eine Metal Press. Ich überlege gerade ganz angestrengt, aber ich glaube, es war eine Metal Press. Beziehungsweise Centrifuge könnte man noch. Wir haben, wie gesagt, so viele Baustellen im Moment, wir können alles machen.
Von daher. Ich würde sagen, wir setzen uns sogar erstmal ran, dass wir Stoked bekommen. Dass wir hier, ne, wie heißt es, Stoked. Hier Stoked Fire bekommen. Das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Wir haben nämlich die Möglichkeit, schon mal hier im Cauldron ein bisschen mehr zu machen und ein Crucible zu machen. Dann können wir Heating Element machen, dann können wir... Also das Heating Element brauchen wir eh für den Hibachi, genau. Und danach brauchen wir es noch fürs Heating Coil und das Heating Coil brauchen wir dann für alles mögliche, wenn wir zum Beispiel jetzt für uns machen wollen. Ich würde sagen, wir nähern uns der Technik mit großen Schritten. Ich glaube eigentlich als erstes müsste man dann Energetic Infuser brauchen wir noch. Kann ich mir eigentlich ein Notebook... Gibt's eigentlich... Ich habe nie geguckt. Haben wir ein Notebook? Oder irgend sowas? Book? Einfach. Wir haben das hier. Das Book and Quill. Ja, irgendwas. Wir haben das große Big Writing Book. Aber ich glaube... Nö. Ich glaube, wir setzen uns erstmal daran, dass wir irgendwie mal uns ein bisschen was aufschreiben können. Und zack, was brauchen wir noch? Eine Feder, ne? Die habe ich nicht. Buch brauchen wir auch noch. Und einen Haufen Papier. Papier ist nicht das Problem. Papierhammer. Zack. Nein. So. Wobei kann ich eigentlich... Kann ich das mit Freshwater machen? Nee. Okay. Zack, zack. 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 Auch trotzdem mal Sugarcane. Wir haben so viele Möglichkeiten, verschiedene Sachen zu machen. Und ich muss auch sagen, mir ist zum Beispiel... Ich kann ja jetzt mal... Komm, die letzten paar Minuten schaffen wir jetzt eh nicht mehr. Da erzähle ich noch ein bisschen was, und zwar, ich mache mal Tabellen nebenbei auf, weil ich habe nämlich ein paar Sachen gefunden, was ich noch machen möchte. Beispielsweise ist mir aufgefallen, es gibt viel zu viel Nickel. Wir haben so viel Nickel, wie wir die letzten Staffeln nicht hatten. Ich muss Nickel runterstellen von der Wahrscheinlichkeit her. Habe ich mir schon aufgeschrieben. Beispielsweise auch noch manche Fluids oder was weiß ich nicht, auch ein paar andere Sachen, die mir aufgefallen sind. Beispielsweise ist es doof, dass für Natura den Heat Sand, ne, den kann man nur finden. Und zwar nur auf bestimmten Ebenen. Das heißt, man muss ein bisschen durch Nether gehen, ein bisschen rumwatscheln. Ist jetzt nicht das Problem. Aber falls ich jetzt beschließe, ich möchte mehr mit Heat Sand irgendwie machen, falls mir nochmal ein paar Sachen einfallen, zum Beispiel für die Rune of Summer brauchen wir auch Heat Sand, wäre es wahrscheinlich günstig, wenn man das dann irgendwie nochmal herstellen könnte. Deswegen werde ich dann mal was aus Silikon machen. Und mir ist es aufgefallen, was ich wegmachen muss. Das ist irgendwie neu wieder dazugekommen. Ich kann aus Quarz Silicon Wafer machen. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Rezept gelöscht. Ich weiß nicht, warum das Rezept wieder da ist. Das ist faszinierend. Ich weiß nicht, welcher Mod das wieder gemacht hat. Ja. Das ist immer faszinierend. Man updatet einen Mod und mit einmal sind Rezepte drin, die man eigentlich deaktiviert hatte. Vor einer ganzen Weile. Wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, die Rezepte einfach wirklich komplett selber zu entfernen. Weil in der Config von einem Mod Sachen ausschalten, dann kommt ein anderer Mod und fügt es einfach wieder ein. Das ist so... Boah. So, haben wir hier noch... Nicht genug. Zack, zack. Zack, zack. So. Flup. Und... Ein Büchlein. Und dann das Büchlein mit dem String. Dementsprechend ein Hühnchen, ne? Verdammt. Ich brauch eine Feder. Ich hole mir gleich mal ein paar. Gucken wir mal, was finden. Ja. Nee, das sind so Sachen. Oder beispielsweise auch noch andere Rezepte. Sind mir noch ein paar Sachen eingefallen. Ich will vor allem die Essensrezepte schöner machen. Hatte ich ja schon mal gesagt, dass es dann über den Cauldron läuft, dass die ganzen Suppen und so weiter über den Cauldron gekocht werden.
dass man gebratenes Fleisch braucht an manchen Stellen und all sowas. Deswegen, das ist dann nochmal eine Aufgabe, wo ich dann nochmal viel Zeit reinmachen muss. Was? Wenn das nicht geht, muss ich mal nochmal in die Config gucken. So, eigentlich in die Config, in die Skripte. So. Hühnchen. Damit ist das hier kein Hühnchen. Immer wenn man mal ein Tier braucht, ist keins da. Okay, das war's für Roots. Ja, nun gut. Ich glaube, ich kann jetzt auch erstmal die Folge beenden. Ich mache mir jetzt hier noch so ein Notizbuch dann, dass ich mir da mal reinschreibe, was ich da noch als nächstes alles machen möchte. In der Hoffnung, ich kann das in dem Notizbuch gut machen, ansonsten muss ich mir eine Tabelle anfertigen, aber dann muss ich auch immer wieder raustappen, rausgucken und... Nee. So, oh, guck mal, eine Hase! So, ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal Hühnchen suchen. Und dann ein bisschen scheren, schnippschnapp, und dann sehen die Federn ab. Und ja. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dann nehmen wir hier zum Beispiel das Kupfer mit. Ah, Kupfer. Weil das Problem ist nämlich, Kupfer ist nicht selten, aber... Falsch. Kupfer... kommt auf niedrigen Ebenen nicht vor. Das heißt, da wo ich im Moment meine Mine habe, kann ich kein Kupfer finden. Ich müsste auf Ebene 40 ungefähr buddeln. Das heißt, ich brauche nochmal mehr Etagen Minen. Ja, da muss ich mal gucken. Also man findet nicht alles auf unterster Ebene, sondern man muss auf unterschiedlichen Ebenen sein. Einfach nur... Strip Mining ist schön und effizient, aber... So kann man mehr finden, weil man auf zwei Ebenen dann Strip Mine und nicht alles nur unten findet. Aber nun gut, das ist ja, glaube ich, relativ logisch. So, ich finde keine Hühnchen. Und ich wollte die Folge beenden. Das heißt, danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag. Gebt euch wohl. Und all so ein Zeug. Und ja, bis dann. Ciao.